Oi, 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 Start! Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront 2! Wir sind heute Rebellen. Finde ich nicht so toll. Aber egal. Rebellen muss man auch ab und zu mal spielen. Und ja, ich schalte mal die Mausgeschwindigkeit eins weiter hoch, dass ich ein bisschen bessere Combat-Fähigkeiten hier aufweisen kann. Die letzte Folge lief eigentlich recht gut. Wir waren skilltechnisch recht weit oben trotzdem. Obwohl ich so ein Noob bin. Aber es funktioniert. Ja, und nach 10 Sekunden schon den ersten Kill. Es läuft doch eigentlich, ne? Ich darf mich nur manchmal nicht so dumm anstellen. Ich glaube, das ist alles. So, wir müssen jetzt Tatooine jetzt hier zurückerobern vom Feind. Aha! Oh, jetzt habe ich eine Schrotflinte aktiviert. Ui! Zu viel zu meinen Trottelinski-Aufgaben. Werf mal eine Granate, Leute. Haha! Na komm, kleiner Fratz. Heilung. Oh je, Mini. Sorry, Dude. Ich töte euch wirklich sehr ungern, aber... Ah! Nein! Okay, ist nur Strom. Okay, ist nicht nur Strom. Okay, nach 5 Sekunden 1500 Punkte. Ist, glaube ich, soweit in Ordnung. Ich hoffe, der Sound wird alles normal ausgenommen. Wenn nicht, tut's mir leid. Komm, hau mir einfach mal den da raus. Ihr wisst ja, ich fahre gerne Panzerchen. Obwohl den da nicht ganz so gern. Aber der hier ist viel besser als der AT-ST in dem Gebiet hier. Weil, hier sind wir noch einigermaßen mobil. Wir können zwar nicht direkt innerhalb vom Häuserkampf trotzdem reingehen. Aber wir können hier die größeren Wege schneller und effizienter patrouillieren als mit den AT-ST. Kommen wir da auch rein? Ich glaube, nein. Okay, gut. Und das ist eben der Punkt, wo ich hierbei wirklich bevorzuge. Wir führen, das ist gut. Ich muss nur gucken, dass ich nicht außerhalb des Schlachtfelds gerate. Wir aktivieren mal die Sensoren. Damit unterstützen wir unsere Freunde ein bisschen. Gehen mal hier ein bisschen mit rein. Na komm, Boy, bleib stehen. Oje, oje, aufpassen. So was ist natürlich immer sehr gefährlich. Unser Freund wurde abgeknallt. Ich höre Lichtschwerter von links. Oh, Lord Vader! Ich würde weggehen. Aus der Distanz bin ich tödlicher. Ah, da oben ist der Schlawiner von vorhin. Du Sau! Tut mir leid. Ich weiß, ich bin Imperialer. Tut mir leid. Mir tut's mehr weh als dir. Okay, jede Unterstützung, das klingt gut. Oh mein Gott, wir nehmen die ja dermaßen in die Mangel. Ja, kann ich mal hier reinlaufen? Danke sehr. So, mal abkühlen lassen, die Waffe. Gut gemacht, Leute. Ah, hier wieder Sturmtruppen. Ich fand das alte Design von den Jetpack-Einheiten deutlich geiler. Falls ihr euch noch an Star Wars Battlefront 2 und 1 waren die, glaube ich, drin. Die waren damals Silber. Oh mein Gott, das war geil. Und von dem 1er Teil fand ich die auch noch wesentlich cooler als im 2er Teil. Das war echt mega geil. Oh mein Gott, F, reparieren, reparieren, reparieren. Die fand ich so geil im ersten Teil. Die waren so OP, die habe ich geliebt. Im zweiten Teil waren die leider nicht mal ganz so stark. Aber trotzdem, hat Bock gemacht, wirklich. Vom Design fand ich die auch cool. Richtig cool sogar. Da finde ich, wie gesagt, die hier ein bisschen langweilig. Oh mein Gott, ich werde sowas von verkacken, wenn es wieder Richtung Helden geht. Der ist gesichert, Leute. Seht ihr, deswegen, ich liebe den Läufer hier auf dieser Map. Der ist sehr agil und mit einem AT-ST. Der ist halt trotzdem nochmal eine Schippe größer. Und dementsprechend auch unagiler. Den Nachteil hat man einfach, da kommen wir nicht durch. Kommen wir hier durch? Ja. Wunderbar. Weil ihr seht, durch welche kleinen Tore wir einfach durchkommen. Und das ist halt genial. Leute, von hinten werde ich abgeknallt. Holy moly, moly, moly. Hund! Ein Schneetruppler, was macht denn der hier? Oh, jetzt habe ich Reparatur auf das Ding gemacht. Scanner aktivieren. Da hinten ist keiner. Es läuft wirklich gut da. Hier ist ein Hund. Hier ist ein Hund.
Lando! Nein, nein, nein! Lass! Das ist der kleine Nachteil! Das ist... Nein! Das ist der kleine Nachteil. Er hat trotzdem keine Chance gegen seinen Großbruder. Er so, ja, der ist voll OP und alles mögliche. Machen wir hier ein bisschen mehr Licht rein. Ist ein bisschen dunkel hier. Oh Gott. Aber er macht Spaß. Er ist wirklich ein geiler Panzer. Ich würde sagen, wir nehmen ihn einfach nochmal. Oder auch nicht. Fuki könnte man eigentlich auch nehmen, aber der kostet zu viel. Wir haben Häuserkampf. Ich gehe mal als Ehrchen hier rein. Zu C oder zu A, zu A, zu A. Die Dinger, ich liebe die. Die sind echt geil, ne? Aber nicht auf jeder Map. Bei Yavin sind die nutzlos, finde ich meines Erachtens. Hier hingegen sind die sehr, sehr nutzvoll. Aber wie gesagt, wenn AT-ST trotzdem kommt, wir können ganze Bataillone auslöschen. Ist dann halt der Ofen schon aus. Die sind nicht ohne Grund so gefürchtet. Der ist dead. Die sind auch ein bisschen dead und da drüben ist der AT-ST. Kleine Schlawiner. Wir tun den jetzt killen auf jeden Fall. Das ist halt der Nachteil, ne? Je größer das Teil, desto sperriger. Und desto schwerer kann man halt auch hier das Feuer ausmachen. Geh, geh, geh. Ah, da war Lord Vader. Den hätten wir holen können. Ich sehe keinen. Wo seid ihr? Hm? Wollt ihr mich verarschen? Aha. Glück gehabt. Okay. Ah. Nein! Komm schon! Echt, ey! Okay, ich merke aber nicht. Ihr seht schon. 63 zu 0. Ah. Ewok ist frei. Ach komm, wir machen doch mal hier. Obwohl, ich will ein bisschen Straßenkampf. Hopp. Nein! Ich hätte einen nehmen können. Charakter wechseln. Yoda? Nein! Ich habe zu lange überlegt. Erstmal Hand gebrochen. Verdammte Axt. Oh Mann. Okay, Vollgas. Ah, okay. Den kann ich nicht abknallen. Wir müssen aufpassen. Direkt irgendwo rein in die Gosse. Nicht, dass der zurückkommt und uns abknallt. Ah, jetzt wollte ich ihn abknallen. Ui. Lass mich in Frieden. Scan aktiviert. Gut, der ist weg. Der ist auch weg. Deswegen sind die Scans geil, ne? Das hat halt der AT-ST nicht. Aber hier in dem Sinne... Er hat halt keine Chance. Er steht auf dem offenen Feld. Wenn so ein Monster so angerannt kommt, ich glaube, die können trotzdem 70 km/h erreichen oder sowas. Das ist halt schon OP. Ich höre einen Vader. Rechts neben mir. Reparieren. Oh! Renn! Renn! Renn, Udo! Renn! Nein! Um die Ecke nicht mehr rumgeschafft. Hat man keine Chance. Hat man halt keine Chance. Das ist eben so. Darf ich jetzt wieder? Ach nee. Man könnte auch mal hier so ein Fliegerchen nehmen. Nehme ich nicht so ganz so gern, weil das irgendwie meilenweit weg ist vom eigentlichen Kriegsgeschehen. Aber. Ah, hier. Spawn. Da ist er. Scheiß! Thai-Abfangjäger. Ei. Lol, von hinten war so ein... Okay. Der hat uns surrounded. Möge ihn sein Sieg wert sein. Ja, aber für Häuserkampf. Oh, 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 was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Wir verlieren ordentlich Punkte. Um Gottes Willen. Ja, ja, jetzt kriegen die halt auch langsam hier ihre Unterstützung rein. In Form von Panzern etc. PP-Helden. Ja, gut. Danke, Maul. Hilfe. Okay, jetzt kriegen wir gerade ein bisschen aufs Maul. Aber können wir nichts machen gerade. Wir müssen jetzt zurückerobern. Wir haben alles verloren.
Oh mein Gott. Das ist ultra schlecht. Das glaubt ihr gar nicht, wie schlecht das ist. Nein! Moin, geh weg! Gottes Willen! Feindliche Verstärkung. Ich erkenne nicht, wer es ist. Ich hab spekuliert, ob es reicht. Mann, wer hat denn da und diese Helden? Gut, gut, gut. Wir spawnen mal bei A. Kämpf, wir müssen jetzt Punkte wieder einnehmen. Ihr seht, wie schnell das jetzt gerade hochgeht. Man sieht halt trotzdem, ausrüstungstechnisch ist das Imperium halt geil. Ist halt einfach Tatsache. Ah! Der Sniper von hinten. Ansonsten hätte ich den Schattentruppler weggesnackt. Gehen wir einfach. So, blocken. E und Q, F. Gut. Bein, 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 Bein. Ich bin... Also ganz ehrlich, sollte es zu einer Konfrontation zwischen Jedi und Sith oder sowas ähnliches kommen oder einen anderen Helden, ich bin instant dead. Das sei mal hier wohlgemerkt. Ich brauche mal Übung mit Maus und Tasten. Tastatur. Sehr mutig, ich weiß. So, er ist weg. Er ist weg. Wir erobern A. Oh mein Gott. Rebellion ist nicht aufzuhalten. Ja, schön. Sorry, dass ich direkt weggerannt bin vom Maul, aber ich bin dafür zu ungeübt. Ganz ehrlich, wir müssen ja die Punkte wieder frei bekommen. Weil sonst tut sich unser leichter Sieg in einen Kacksieg umverwandeln. Oder eine starke Niederlage. Und das will ja auch... Na, da vorne ist ein ATS, da kann ich nicht hin. Oh mein Gott, da unten sind alles voller Truppen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wie laufe ich jetzt am klügsten? Wie laufe ich jetzt am klügsten? Nur nicht leichtsinnig, wenn ich... Gut, den haben wir weggeangelt. Gut. Gut. Auf hier zu E. Ah, verlieren wir schon wieder. Das gibt's doch nicht. So, gut. Yoda, das machen wir gut. Oh mein Gott, 48% sind die schon. Das gibt's doch nicht. Was passiert hier? Okay. Okay, okay. Und das ist Schubsen. Okay. Weg. Oh nein. Tschüssi, Peter. Hui! Eiskalt abgehauen. Ich weiß, ich weiß. Ich bin nicht mutig, aber wir brauchen hier Punkte, die wir einnehmen müssen. Oh, gut, Yoda, wir sind ein Dream Team. Gut, den haben wir erwischt. Welchen Punkt sind wir jetzt? D, okay. C wird wieder genommen. Was macht ihr, Leute? Wir müssen hier Punkte erobern. Obern und ihr nicht, na? Ich bin irgendwie gefühlt der Einzige, der hier irgendwie Punkte einnimmt. Wir müssen ein bisschen Druck aufbauen. Der ist halt wirklich gerade überhaupt nicht gegeben. So, erobert. Und ein AT-ST. Oh Gott, Vader. Nein! Oh, aber seht ihr, was für ein Bild der hat. Na, also das ist klar, dass ich da keine Chance habe. Weil, ach, brauche ich gar nicht begründen. Ihr seht, was ich da... Ich habe eine Karte auf Luke. Na, es ist klar, dass ich da keinerlei Chance habe. Deswegen renne ich auch vor den meisten weg. Ich müsste hier Karten farmen. Leute, was macht ihr? Karten farmen wie Sau. Damit hier irgendwas mal von dunne geht. Da oben ist doch einer, Leute. Seht ihr den nicht? Oi. Ah, gut, jetzt erobern wir gerade ein paar Punkte, aber es ist immer noch hier zu wenig.
Holy moly, ey. Und genau deswegen kämpfe ich jetzt nicht mit Helden gegen andere Helden, weil die Chance ist halt einfach verdammt hoch, dass die ja den gemaxt haben. In ihren Fähigkeiten. Das ist halt nicht ganz so geil. Warte, nächste Loop. Man kann da halt nichts machen, ne? Also wenn jeder Vader so geupgradet ist, dann guckt man halt mal in die Röhre. Problem ist, auf Wookie bin ich nicht gut, muss ich sagen. Ewok bin ich noch schlechter. Chat-Truppen sind auch nichts. Ich muss auf den hier bleiben. Das ist kacke, dass wir gerade so viel am Boden verlieren. Erobert die Kommandoposten. Ich weiß auch nicht, was das jetzt war. Entweder wurden... Keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären. Warum wir so krass hinterherhinken auf einmal. War dumm, hätte wegrennen sollen. Hätte wegrennen sollen. Gibst du, wieder ins Gefecht. Ich geb's zu, verdammt. Ah, wird jetzt wieder genommen. Da hinten ist wieder einer mit dem Lichtschwert. Meine Fresse, Leute. Wer ist jetzt bei A? Wer erobert A? Hier ist doch geil. Da ist einer. Lol. Wird mir einfach nicht angezeigt. Lol. Okay, und jetzt ist eh Vader hier. Nein, wir können doch das jetzt... Leute, was macht ihr? Also, ich bin nicht so schlecht. Aber, Leute, der Dumm hat einfach 38.000, 30.000. Was ist da jetzt auf einmal los? Sind alle im Gegnerteam gejoint oder was ist hier? Jetzt mal ohne Scheiß. Standard, ich spawn mal bei Standard. Leute, was macht ihr? Gespawnt und schon fast tot, was soll das? Oh nein, das kann doch nicht sein. Jetzt dachte ich hier mal... Ich kann euch hier ein geiles Match hier präsentieren, wo wir hier mal gewinnen. Und dann das hier einfach. Alter, wie mies ist das? Das kann doch jetzt nicht nur an die bessere Ausrüstung liegen. Ganz ehrlich, und so schlecht spiele ich doch auch nicht. Schatten drüber. Wookie, helf mir, Wookie. Ah ja, jetzt kommt ihr zu zweit. Ich hätte mir nicht an rausholen sollen. Ah! Ist nochmal ein Jedi frei. Luke. Nein! Verflucht heißt du! Ah. Ja, ich weiß, ich bin ein gebürtiger Sith. Aber das ist mir egal. Ich bin jetzt mit Leib und Seele. Ich geb's so. Mann. Einsatzziel einnehmen. Einfach nur Chaos hier. Ja, Leute, hört halt auf. Ja, come on, Maul. Tschüssi. Dass ihr allein Maul rumrennt. Klar, er darf hier rumrennen, Maul, aber jetzt... Ah. Ja, hinter uns. Wir haben verloren. Ach, ärgerlich. Aber wir kommen wieder. Wie ärgerlich ist das? Wie ärgerlich, ey. Ja, 41.000 Punkte. Ja, Maschallah, Junge. Alles klar. Doppelte EP gibt es jetzt auch übrigens. Ja, lohnt sich jetzt wirklich zu spielen, kann ich euch empfehlen. Und ja, 19.000, 41 Eliminierungen. Wir sind auf keinen Fall 41 Mal gestorben, das wird ja nicht mal angezeigt. Wir sind höchstens vielleicht 10 bis 12 Mal gestorben. Vielleicht auch 20 Mal, glaube ich jetzt nicht. Müsste mal zählen. Ah, nee, 20 Mal auf keinen Fall. 15 Mal würde ich schätzen. Ganz böse. Schade. Naja. Egal, ich würde sagen, das war es jetzt soweit von diesem wunderschönen Video hier. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wir können nur hoffen, dass wir beim nächsten Mal zurückschlagen werden. Eigentlich sollte es mich freuen, na, dass das Imperium gewonnen hat und so. Na, aber, Mann, wir waren so gut. Aber naja, ich würde sagen, bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.